Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht fragt ihr euch, was ist denn mit dem Bayern-Spiel? Das kommt morgen im Einzelspiel, das geht dann etwas länger. Nicht über die volle Länge, aber nicht nur so 2-3 Minuten. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ihr könnt auch, wenn ihr Mitglied seid, das Video jetzt schon sehen. Also das ist die Prognose zu Bayern gegen Chelsea, aber ansonsten kommt sie auch morgen normal auf den Kanal. Jetzt viel Spaß, los geht's mit Man City gegen Real. Viel Spaß! Das Hinspiel konnte Manchester City mit 2:1 gewinnen. Da lief es aber bei Real Madrid auch wirklich nicht gut. Die haben sich gefangen nach der Corona-Pause und haben quasi keine Fehler mehr begangen. Und so traten die Madrilenen hier auch auf. Vierte Minute Ederson mit der Glanzparade und dann sind es ja am Ende eben nur zwei Tore, die hier Real Madrid in die nächste Runde bringen würden, auch wenn das 2:1 auf dem Papier nicht gut aussieht und Manchester City zugegebenermaßen auch richtig stark drauf ist nach der Corona-Pause. Aber die Anfangsphase lag hier klar in der Hand der Spanier. Asensio einmal weitergeleitet zu Benzema. Siebte Minute, ganz früh schlägt Real zu und lässt im Etihad Stadium die Hoffnungen wieder höher schlagen für die, die es mit den Spaniern halten. Und Manchester City kam langsam rein in diese Partie. Hier mal eine abgeglitschte Flanke von Gabriel Jesus. Aber viel war wirklich nach vorne nicht zu sehen. Wir springen schon in die Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Benzema nochmal behält die Übersicht. Isco rückt nach. Vinicius Junior sowieso immer offensiv dabei. Vinicius Junior an den Pfosten. Aber Benzema kommt von hinten und erzielt das 2:0. Manchester City außer Rand und Band. Die haben hier überhaupt nicht den Faden gefunden und müssen jetzt mit diesem 0:2 leben. Ein Treffer würde sie erstmal nur in die Verlängerung bringen und Real Madrid, die haben jetzt alle Trümpfe in der Hand. Aber Manchester City wurde besser. Sinchenko zu Gabriel Jesus. Abschluss von Rodri. Da fehlt nicht viel. Real Madrid muss auf den rot gesperrten Sergio Ramos verzichten. Das ist logischerweise eine erhebliche Schwächung, aber bis dato stand die Defensive bei Real Madrid noch ziemlich sattelfest. Die Zeit, sie schwand aber für Manchester City. Ein Treffer würde sie eben erstmal zumindest in die Verlängerung bringen. Jesus zieht in die Mitte und schließt ab. Aber dann vielleicht etwas zu eigensinnig in der letzten Aktion. Bis dahin ist es gut. Der Schuss dann aber fürs Gehäuse von Thibaut Courtois kein Problem. Und das ärgert auch Guardiola. Nachspielzeit. Die absolute Schlussphase. Der Lucky Punch musste her. Gündogan macht es gut. Rodri wird nicht angegriffen. De Bruyne kommt nicht durch. Carvajal kann es aber nicht klären. De Bruyne setzt nochmal nach. Dritte Minute der Nachspielzeit. Kommt da nochmal was? Gündogan. Rodri. Rodri! Und Courtois. Was für eine Monsterparade. In der letzten Sekunde der Nachspielzeit hält der Real Madrid das 2:0 fest. Aus der Ecke geschah nichts und somit zieht Real Madrid tatsächlich ins Viertelfinale ein. Das war ein sensationeller Auftritt von Real. Am Ende raus etwas Glück und Thibaut Courtois. Das Hinspiel war schon ein kleiner Schock für Juventus Turin. Sie verloren gegen Olympique Lyon mit 1:0. Also keine gute Ausgangslage, aber nichts, was der Serienmeister nicht wieder gut machen könnte. Und da hatte man nach 3 Minuten auch gar keine Zweifel mehr dran. Paulo Dybala mit dem 1:0 hämmert den Ball an Lopez vorbei ins Tor. Aber Olympique Lyon zeigte sich alles andere als geschockt. Da wurde die Liga ja abgebrochen. Das heißt, Juve ist vermutlich eher im Spielfluss drin. Hat dafür aber auch mehr Spiele in den Knochen. Toko Ekambi. Dembélé. Erst an Szczęsny gescheitert.
Und dann zugeschlagen, 24. Minute, der Ausgleichstreffer. Was für ein Winkel und was für ein Tor. 1:1. Und jetzt brauchte Juve aufgrund des Auswärtstores zwei Treffer. Ein 2:1 würde nicht reichen. Die Verlängerung ist damit aus dem Weg geräumt, weil Turin es im Hinspiel nicht schaffte, einmal den Ball ins Tor zu bringen. Zweiter Durchgang. Juventus also mit dem Gedanken dabei. Zwei Treffer müssten her, in diese 45 Minuten alles legen. Es wird nicht über die 120 Minuten gehen. Das ist eben nicht mehr möglich. Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs noch am Laufen, aber so ein Pass ist dann etwas sinnbildlich, dass nicht unbedingt alles bei Juventus richtig gut lief. Alexandro ärgert sich, aber aus dem anschließenden Abstoß, da geschah dann was. Dembélé, was für ein starker Pass raus auf die rechte Seite. Dubois. Dubois macht es selber, aber Chesney ist schnell genug unten. Es war wirklich nicht so, dass sich Lyon einfach nur auf dem 1:1 ausruhte. Sie machten auch was nach vorne. Das mussten sie auch, weil Juventus Druck in den Phasen, wo sie dann vorne am 16er feststanden, so wie hier, wirklich brutal wurde. Cuadrado scheitert aber an Lopez, der gut aufgelegt sein muss. Das war von vornherein klar, damit man aus Lyon-Sicht ins Viertelfinale einziehen kann. Wir springen schon in die Nachspielzeit. Juventus-Turin tat sich extrem schwer, an mittlerweile dann doch sehr tief stehenden Lyonnais, Rabiot und Bernardeschi noch einmal. Aber vorbei. Das ist durchaus eine Überraschung. Juventus-Turin hat auch nicht fehlerlos gespielt, seit die Serie A wieder losging. Aber dass sie hier nicht über ein 1:1 hinauskommen gegen Lyon, ist dann doch etwas überraschend. Aber die haben ja auch gegen PSG gezeigt, dass sie gegenhalten können. Sie spielen 1:1, Juve ist raus und Lyon begrüßt sich in der nächsten Runde. Das Hinspiel ging mit 1:1 zu Ende und damit waren hier die Vorzeichen relativ offen, wenngleich der FC Barcelona doch die Favoritenrolle übernahm. Und auch so spielte Griezmann mit der Flanke aus Pina erstmal dazwischen, aber Rakitic blieb dran. Der SSC Neapel ohne Zugriff. Starker Ball in die Spitze für Luis Suarez. 16. Minute, das 1:0 für den FC Barcelona. Eins der wenigen Highlights des ersten Durchgangs. Es ging tatsächlich mit diesem 1:0 in die Pause, weil dem SSC Neapel nicht wirklich viel nach vorne einfallen konnte und der FC Barcelona das sehr souverän und clever wegverteidigte. Und der SSC Neapel ist etwas mit den Nerven zu tun bekam. Ospina mit diesem Querschläger, der kommt direkt zurück. Lionel Messi behauptet sich da, tritt noch einmal auf den Ball. Sergio Roberto zu Rakitic, der kann sich da völlig frei drehen und macht in der 63. Minute das 2:0. Der SSC brauchte also zwei Treffer, die Verlängerung ausgeschlossen mit diesem Ergebnis. Aber der FC Barcelona ließ auch wirklich nichts anbrennen. Messi scheitert an Ospina. Das wäre endgültig der Deckel hier drauf gewesen. Aber trotzdem gut pariert von Ospina, das darf man nicht außer Acht lassen. Der anschließende Eckstoß, Lionel Messi legt sich den Ball zurecht. Kopfball Griezmann, aber von Ospina nur auf den Kopf von Suarez abgewehrt. Der schleicht sich davon am zweiten Pfosten und köpft dann 1:3:0. Also jetzt war letztendlich alles klar, der SSC Neapel, aber probiert es trotzdem noch einmal. Jetzt war sowieso nichts mehr zu verlieren. Elmas. Immerhin noch der Anschlusstreffer, der in diesem Fall aber nur den Ehrentreffer darstellte. Es blieb beim 3:1. Der FC Barcelona dann im Endeffekt doch sehr souverän in die nächste Runde eingezogen. Und der SSC Neapel war hier dem FC Barcelona einfach nicht gewachsen.
Jo, das soll es dann auch wieder mit diesem Video gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Morgen kommt dann noch der FC Bayern gegen den FC Chelsea. Wenn ihr Mitglied seid oder Mitglied werden wollt, könnt ihr das auch jetzt schon sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten nochmal. Bis zum nächsten Mal und adios.